Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute backe ich was ganz Schnelles, ganz Kleines und wieder in meine Heißluftfritteuse. Und das ist wirklich sehr, sehr angenehm, weil es dann nicht so heiß hier in die Küche, wenn es draußen schon so heiß. Und trotzdem möchte ich mal gerne mal ein Stückchen Kuchen zu dem Kaffee und dann backt mal sowas. Schaut. Ist richtig schön lecker. Das ist sowas wie ein Rührteig und ich habe dazu gegeben Orangensaft und es riecht so schön nach Orange und nach Schokolade. Und so sieht er aus. Wenn wir abschneiden, ist sehr, sehr locker. Sehr lecker. Und wenn ihr Interesse habt, was für so ein Kuchen heute habe ich gebacken, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch jetzt zeigen, Schritt für Schritt, wie immer. Es ist ein wirklich sehr schnelles Rezept und ein sehr leckeres Rezept. Kann man auch dazu Sprühsahne oder Schlagsahne dazu servieren, wenn ihr gerne möchtet. Oder sogar ein Kugel Eis. Für diese Kuchen brauchen wir folgende Zutaten. Weiche Butter, Zucker oder Ersatz für Zucker, Prise Salz, 2 Eier, Saft von einer Orange oder ihr nehmt einfach wie ich, einfach Orangensaft, 100%. Und dann, wenn ihr nehmt eine Orange, dann könnt ihr schön abreiben die Schale. Wenn nicht, dann kann man einfach getrocknete Schale nehmen. In meinem Fall mit dem Zucker, dann Backpulver, Mehl und ein paar oder Schokolade klein hacken. In meinem Fall, ich habe noch diese Schokotrops, gebe ich die dazu. Es geht wirklich sehr, sehr schnell. Erstmal werden wir die weiche Butter, die Butter muss wirklich weich sein, etwas verrühren. Und dann rieseln wir den Zucker auch gleichzeitig rein. Gut verrührt, geben wir Prise Salz. Und erstmal ein Ei. Und dann noch ein. Ungefähr knappe Minute schlage ich jede einzelne Ei. So, jetzt geben wir den Saft dazu. Alle Zutaten zu diesem Rezept stehen wie immer unten in der Beschreibung, liebe Freunde. Für die Backpulver gebe ich gleich in mein Mehl, gleich zum Sieben. So eineinhalb Teelöffel wird reichen. Und hier gebe ich auch einen Teelöffel. Wieder umrühren auf die langsame Stufe, dass es nicht spritzt. Brauchen wir nur gut umrühren. Und wenn ihr seht, dass es so kriselig ist, ist absolut nicht schlimm. Wenn der Mehl reinkommt, wird alles wieder glatt. Mehl mit dem Backpulver durchsieben und geben wir portionsweise rein. Erstmal die Hälfte. Und nochmal die Hälfte. So, gut umrühren. Und dann können wir schon Schokolade dazu geben. Oder wie bei mir, die Tropfen, die mit Löffel lieber unterrühren. Und wenn ihr backt in dem Backofen, dann solltet ihr schon den Backofen auf 180 Grad vorheizen. Ich möchte gerne versuchen, meinen Kuchen in meine Heißluftfritteuse machen. Dafür habe ich mir jetzt Formchen, in welche ich immer backe, Heißluftfritteuse. Aber diesmal habe ich mir ein Stückchen Papier und so eine Streife reingemacht, dass ich besser kann rausnehmen meinen Kuchen aus der Form und gebe da jetzt den Teig. Wenn ihr auf den Blech wollte machen, muss der eine doppelte Mine machen. Glatt streichen. Nach Belieben kann man auch ein bisschen mit den Nüssen bestreuen. Sonst lasse ich einfach so.
In die Heißluftfritteuse stelle ich Programm Backen und nehme die 170 Grad und ungefähr 20 Minuten. Nach 20 Minuten Stäbchentest und wenn es in Ordnung ist, dann Schluss. Wenn nicht, dann werde ich euch sagen, ob ich noch ein bisschen länger gebraucht. So, ich habe jetzt 20 Minuten gestäbt. Nach 20 Minuten habe ich den Stäbchentest gemacht. Und es war noch nicht so richtig ausreichend. Habe ich noch 8 Minuten dazu gegeben. Insgesamt sozusagen 28 Minuten. Jetzt schauen wir mal. So, alle. So sieht er aus. Sind Papier umgeknickt. Und testen wir auf die tiefste Seite. Jetzt ist alles schön trocken. Jetzt hole ich den Kuchen raus auf den Gitter und lasse erstmal ihn schön abkühlen und dann probieren wir und mal schauen, wie es aussieht. Duftet sehr schokoladig und nach Orange. Möchte euch noch kurz zeigen, wie einfach danach den Kuchen rauszunehmen und ihn nicht kaputt zu machen. So. An beide Seiten von Papier auf den Gitter und abkühlen lassen. So, meine Lieben, der Kuchen ist nun ganz leicht lauwarm, aber wir möchten gerne schon Kaffee trinken. Und wirklich mit den Heißluftfritteuse, es ist so angenehm, dann ist es nicht so heiß in der Küche, wenn man große Backofen anmacht und danach, bis das er abkühlt, ist es so eine Hitze in der Küche. Und hier hat man kleine schnell gebacken und im Sommer, wer will schon im Sommer viel Creme und Sahne und so weiter. Ich liebe trockene Kuchen oder so Rührkuchen. Im Sommer ist das viel besser. Fühlt sie sich sehr locker. So, und es ist egal, wo wir es nehmen. Nehmen wir gleich so ein. Schaut, wie toll das sieht aus. Unten ist auch richtig schön. Sehr, sehr locker. Ist 25 Minuten, hätte auch gereicht hier. Ja? Das ist jetzt ein bisschen so Kruste. Aber es ist wirklich sehr lecker. Schaut, wie locker. Liebe Freunde. Ich brauche jetzt nur einfach eine Kaffeetasse. Und da bin ich glücklich. So, liebe Freunde, ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren. Es ist wirklich so schnell und ganz kleine Kuchlein. Wird auch schnell fertig. Muss man nicht unbedingt mehrere Tage an den Sitzen. Schmeckt gut, geht schnell. Was will man dann noch mehr? Ich wünsche euch alles Gute, liebe Freunde. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ganz kurz noch.